Widerstände. Die Kraft der Liebe siegt. Transformer, das ist das Einzige, was uns von ihr noch geblieben ist. Sieh nur, wie klar ihr Herz ist. Es ist rein und wunderschön, Papa. Wirf einen Blick drauf. Warum sagst du nichts? Papa! Papa! Wie entsetzlich sinnlos, nicht wahr? Aber das liegt doch auf der Hand, diese große Enttäuschung. So eine Verschwendung, dass Sarah und ihr Schatten sich gegenseitig umgebracht haben. Sarah ist ja noch nicht einmal dazu fähig gewesen, ihren Transformer zu kontrollieren und festzustellen, dass seine Kraft nachließ. Sehr fatal. Leider muss ich zugeben, dass sie bloß ein zweitklassiges Produkt gewesen ist. Wie kannst du nur so etwas sagen? Hast du es wirklich schon vergessen? Sarah hat ihr Leben für dich geopfert. Sie war furchtbar enttäuscht davon, dass du sie verraten hast. Aber trotzdem hat sie dich geliebt. Geliebt? Wie willst du denn eine Ahnung davon haben können, was wahre Liebe ist? Du bist doch nur eine künstliche Existenz, das Produkt eines Transformers. Das verzeih ich dir nie. Niemals, Prinz Twilight. Nein, Prinz Sarah. Ich werde dich zur Strecke bringen. Verlass dich drauf. Na, dann versuch es. Seiji! Ja? Bitte kümmere du dich um Sarah und Papa. Honey. Verzweifelt sie kämpft. Gibt es denn nichts, was ich für sie tun kann? Nein, das kann nicht sein. Irgendetwas muss ich tun können. Was mache ich nur? Ich darf doch nicht tatenlos zusehen. Selbst für mich, der ja immer bewusst war, dass Honey Kisaragi des Öfteren ein skandalöses Verhalten an den Tag legt. Aber dass sie ohne Erlaubnis des Lehrkörpers einfach über Nacht wegbleibt. Was ist los? Wollen Sie sich etwa beschweren? Nein, wir finden nur Sarah auch nicht. Das ist unsagbar, unerhört, ungezogen, unparteilich. Aber beruhigen Sie sich doch. Was sagen Sie? Mich beruhigen? Ich denke gar nicht dran! Ich zweifle keine Sekunde daran, dass Honey Kisaragi Sarah Hazuki zu dieser Disziplinlosigkeit verleitet hat! Mir fehlen die Worte, ich bin fassungslos! Es fällt mir einfach nicht in den Kopf, dass ich Schülerin unserer ehrwürdigen Sam Chapel School zu so etwas hinreißen lassen! Wenn sie nun die sündigen Seiten des Lebens kennenlernt, für die sie noch längst nicht reif genug sind! Hi! Na, was ist? Fehlanzeige, wir haben das ganze Internat durchsucht und sie nicht gefunden. Die beiden sind ganz bestimmt gemeinsam weg. Nur ich frage mich wirklich, wo die eigentlich hingegangen sein könnten. Kopf hoch, Leute! Sie wird zurückkommen, da bin ich mir ganz sicher. Sehr gut, dann wird sie ein ganz besonderes Bestrafungsritual erleben. Honey, wofür kämpfst du eigentlich? Doch nicht etwa für Sarah? Oder hoffst du vielleicht dadurch, deinen toten Vater zu rächen? Ich kämpfe gegen dich, weil du zur Pentaclaw gehörst. Ich will verhindern, dass auch noch andere zu unschuldigen Opfern deiner Gemeinheiten werden. Große Worte, das klingt, als wolltest du die ganze Menschheit beschützen. Dabei bist du doch gar kein Mensch. Das spielt für mich keine Rolle. Honey! Honey Flash! Ja.
Die Liebe meines Vaters hat mir das Leben geschenkt und heute werde ich für diese Liebe kämpfen. Ich bin dazu auserwählt, die Pentaclaw endlich zu vernichten. Und das ist wirklich dein letztes Wort? Wie kannst du noch fragen? Die Liebe, an die du so rührend glaubst, ist nichts als ein schöner Traum. Na los, sieh dich um, was siehst du? Es ist alles verbrannt. Die Blumen, das Leben, alles. Das ist das Ergebnis der sogenannten Liebe, für die du dich jetzt opfern willst. Natürlich, ich weiß, es klingt süß und verlockend, dieses Wort Liebe. Aber es ist nichts weiter als eine hohle Phrase. Genauso unwirklich wie ihr, die ihr aus einem Transformer entstanden seid. Wesen ohne Leben, bestenfalls Puppen, ein Experiment. Lebendig genug, dass ich dich besiegen kann! Ich sage dir, wenn es hilft, dich zu vernichten, würde ich alles riskieren. Ich würde sogar zu Tod und Teufel werden. Honey! Begreifst du nun, dass deine letzte Stunde geschlagen hat? Selbst wenn ich auch zugrunde gehe. Was bedeutet das? Warum hat er diesen kummervollen Blick? Warum sieht er mich so an? Hat er Mitleid mit mir? Nein, das glaube ich nicht. Er wirkt so, als ob er tief traurig und verzweifelt wäre. Ich darf mich nicht täuschen lassen und weich werden. Er ist derjenige, der Papa und Sarah in den Tod getrieben hat. Zeit, bringen wir es hinter uns. Du trägst eine unvergleichliche Erfindung in deinem Körper. Das ist der universale Materie-Transformer. Er wird nun mir gehören. Ich darf nicht verlieren, ohne die Pentaclaw vernichtet zu haben. Ich siege! Honey! Gegen mich hast du keine Chance. Du bist nicht stark genug. Eine Blume, die ihre Anmut verloren hat, muss sterben. Oh. Ruhe in Frieden, Honey. Sieh mal an, der Transformer scheint dir enorm viel Kraft zu verleihen. Ich weiß, ich darf noch nicht aufgeben. Willst du dich mir tatsächlich noch länger widersetzen? Ich würde ein einziger Schlag sofort erlösen können. Cutie Honey! Thank you.
aufhören! Seiji! Sieh mal an, was willst du denn? Du würdest Honey sogar töten, um diesen albernen Transformer zu bekommen, was? Ich werde das nicht zulassen, das schwöre ich dir! Ich verstehe dich nicht. Wieso hilfst du ihr? Sie ist doch kein Mensch, diese Cutie Honey. Ob sie das ist, was du unter einem Menschen verstehst, das spielt für mich gar keine Rolle. Sieh dir an, wie sie da liegt. Das ist Honey! Ein Mädchen, das ohne ihre Schuld ein hartes Schicksal zu tragen hat. Deswegen stehe ich zu Honey Kisaragi. Danke, Seiji. Ich gebe dir den guten Rat, dich da rauszuhalten. Du bist ein Außenstehender. Diese Geschichte geht nur sie und mich etwas an. Oh nein, du irrst dich. Mich geht sie genauso an. Ich mag sie. Verstehst du, du Unmensch? Honey Kisaragi, ich rette dich! Honey! Ich warne dich. Lass die Finger von meiner Honey. Ja! Seiji! Du Idiot. Weißt du nicht, dass die Liebe nur ein Traum der Menschen ist, eine Illusion? Und bei so einem künstlichen Lebewesen kann man doch erst recht nicht von Liebe sprechen. Nein, tu's nicht! Lass Honey am Leben! Nun bringe ich es zu Ende. Papa, Schwester, ich darf nicht unterliegen. Schwester Honey? Sarah. Es ist wahr. Wir sind in einem Transformer geboren worden. Und trotzdem, wir sind keine Übermenschen, deren Körper vor Verletzungen geschützt sind. Wenn wir verwundet werden, vergießen wir Blut und spüren Schmerzen. Ja. Und wir besitzen menschliche Schwächen. Weißt du auch warum? Nein. Weil das der Wunsch unseres Vaters für uns gewesen ist. Honey. Alles, was ich an Liebe hatte, habe ich dir geschenkt. Sie sollte dich von Kopf bis Fuß durchströmen. Das darfst du nie vergessen, Honey. Du bist die Frucht meiner Liebe. Papa! Wer so viel Liebe in sich trägt, spürt auch Schmerzen. Und es war sein besonderer Wunsch, dass wir das Denken und Fühlen von Menschen haben. Seine Hoffnung war es, dass wir niemals aufgeben, sondern durchhalten würden. Egal, wie traurig und schwierig unser Schicksal auch sein mag. Ja? Das war sein Wunsch. Also gut, Sarah. Für die Liebe werde ich weiterleben. Ich sehe, dass Sie anscheinend ein weiteres Wunder hervorgebracht haben. Dr. Kisaragi. Ich will ihn haben! Ich will ihn haben! Das ist nicht so einfach. Worauf wartest du noch, Prinz Zera? Du wirst jetzt den Körper dieses Mädchens aufschneiden und den Transformer herausnehmen. Auf der Stelle! Das ist also Pentazora. Halt den Mund! Was fällt dir ein, Prinz Zera? Ich werde deinen Befehlen nicht länger gehorchen. Ich glaube, nun habe ich endlich gefunden, wonach ich immer gesucht habe. Schon alles? Tja, Honey, das reicht aber noch nicht, um mich zu besiegen. Los, komm, tu dein Bestes und mobilisiere die ganze Kraft, die dein Vater und Sarah deinem Leben gegeben haben. Die Kraft der Liebe! Ja!
So ist es richtig. Cutie Honey, ich spüre, aus dir erstrahlt das Licht der Liebe, das ich immer gesucht habe. Prinz Zara? Prinz Twilight? Oh. Honey! Honey, es hätte sicher eine Chance für dich gegeben, unbelastet als Dr. Kisaragis Tochter ein normales Leben zu führen. Aber ich wollte so sehr, dass du dein Schicksal überwindest und begreifst, was alles in dir steckt. Dazu musstest du das Geheimnis deiner Geburt erfahren. An dem Tag, als ich Zeuge des Wunders wurde, das der Transformer bewirkte, wurde ich verrückt nach dem Licht und der Kraft der Liebe. Ich wollte diese Kraft erfahren. Wenn es möglich ist, dass durch einen von Menschenhand gebauten Transformer Liebe in ihrer schönsten Form und Vollendung entsteht, dachte ich, dann muss es auch eine Chance geben, dass sich bei der Pentaclaw die menschliche Gier in Liebe verwandeln lässt. Und warum hast du mir das nicht früher gesagt? Dann hätten wir gemeinsam nach einem Weg suchen können. Wenn jemand seinen Weg zur Liebe sucht, gibt es keine Anleitung. Den muss man Schritt für Schritt entdecken. Glaubst du nicht? Ja. Zera. Sie hatte unter der dunklen Macht Panther Zoras zu leiden. Und mein Bestreben zielte schon lange darauf hin, sie aus deren Fängen zu befreien. So verdrängte ich die Tatsache, dass ich selbst derjenige war, der Befreiung brauchte. Ich weiß, Zera wird in deinem Herzen weiterleben. Wohin gehst du? Auf eine lange Reise. Auf die Suche nach der Liebe in meinem eigenen Herzen. Das Licht der Liebe leuchte für dich. Prinz Twilight, werde ich dich denn jemals wiedersehen? Was ist passiert? Was können Sie zu Ihrer Entschuldigung sagen? Wo ist Zera? Ich gehe doch wohl recht in der Annahme, dass ihr zusammen weg wart. Oh. Oh. Honey! Sie sollten sie für eine Weile in Ruhe lassen. Honey! Wir haben uns ja lange nicht gesehen, Prinz Zera. Bist du nun zufrieden, nachdem du mich lächerlich gemacht hast? Sister Jill, du? Ja, ich bin wieder zurück. Zurück vom tiefsten Grund der Hölle.